Bah. Oh Gott. Oh. Weg, 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 weg. Oh. Oh, ich bin so angeekelt. Weil von sowas werde ich richtig schnell angeekelt. Charlotte friert. Lasst uns einen warmen Platz für sie finden. Kennt ihr so in Horrorspielen der unendliche Gang? Das kommt mir gerade so vor. Das ist so dermaßen schlimm. Die Akustik, Alter. Ich hätte nie gedacht. Ich habe schon immer so gedacht. Ich habe dieses Spiel schon sehr lange. Hab immer so gedacht, oh, ich muss das mal let's playen, jetzt let's play ich das. Und ich hätte nie gedacht, dass es so schlimm wird, das zu let's playen. Ich hätte es nie gedacht. Weil ohne Mist, ich habe dauerhaft gerade Gänsehaut und Angst. Einfach weil ich mich sehr gut in Menschen hineinversetzen kann. Und ich versuche das gerade bei René. Und ohne Mist, spielt dieses Spiel und versucht nicht, euch in sie hinein zu versetzen. Versucht es bitte nicht. Es ist Er schrecklich. will nicht. Nicht Charlotte. Er will nicht. Okay, was steht denn da? Er will nicht. Nein, im Land des Lichtes. Er will nicht. Ich kann es nicht lesen, das ist auf einer anderen Sprache. Wir müssen das Schild suchen. Das hier ist Radiologie. Das hier ist die Radiologie. Okay, wo geht's denn? Was ist die Nummer 6? Abteilung. Halbruhige Geisteskranke. Okay. Was ist denn hier? 10, 9 und so. Bücherei, Verwaltung. Ah, okay. Ich dachte schon, das ist ja hier auch so eine komplette Abteilung. Die 10. Bei der 10 haben wir hier einfach gar nichts stehen. Ist okay. So, Charlotte. Normal hasse ich ja Fahrstühle, ne? Nicht. Gott, das ist gruselig. Oh, ich darf da nicht rausschauen. Ich hasse Fahrstühle, auch in Spielen. Ich hasse Fahrstühle generell. Auch wenn es sich manchmal leider nicht vermeiden lässt, weil manche Gebäude haben halt wirklich nur Fahrstühle. Da ist der Dingens. Ich finde die Wanddekoration hier auch, ne, wunderbar. Oh Gott. Oh, das ist so weird. Hier ist es bequem für Charlotte. Aber es ist kalt. Nein, das geht nicht. Es ist zu kalt hier. Nicht zittern. Die Kälte geht gleich vorbei, Charlotte. Sie geht vorbei. Das Ding ist, Pandoria hat ja auch gesagt, sie hat das Skript bekommen, hat aber nicht gewusst, was gerade passiert und wer Charlotte ist und so. Das hat sie alles nicht gewusst. Sie dachte halt wirklich, Charlotte wäre eine Frau oder so. Das ist halt das Beste, was man machen kann, wenn man sagt, hey komm, du sollst nicht wissen, wer Charlotte ist. Du sollst einfach nur halt zeigen, dass Charlotte friert. Also sagen, dass Charlotte friert. Hey, ich wollte ihn stehen lassen. Genau, danke. Gott. Würde ich hier reingehen, ne? Ich würde niemals auf die Idee kommen, einen Fahrstuhl zu benutzen. Niemals. Warte mal. Okay. Oh Gott. Du warst auf jeden Fall auch stehen geblieben. Wo war denn das jetzt? Ich glaube, da drüben war das. Ich bin mir aber nicht sicher. War das hier? Ja, das war hier. Hast du gesehen? Die Kälte lässt nach. Das Licht, die Wärme. Wir dürfen es tun. Die Kälte lässt nach. Das ist nicht verboten. Jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. In der Beobachtungsabteilung im Erdgeschoss hat alles angefangen. Der Beobachtungsabteilung im Erdgeschoss. Okay, wir haben hier ja alles jetzt gesehen.
Also gehen wir in die Beobachtungsteilung. Abteilung. Im Erdgeschoss, ich benutze nicht nochmal den Fahrstuhl, das könnt ihr vergessen. Außerdem geht Treppe viel schneller. Ich habe nur einen Kopfhörer drin, aber das ist schon schlimm genug. Oh. Meine Güte. Beobachtungsabteilung. Besuchertoiletten, bla bla bla. Acht. Acht ist die Beobachtungsabteilung. Okay. Oh Gott. Wir müssen da lang. Oh, das sieht jetzt schon gruselig aus. Oh, ich will nicht. Leute, das war das Let's Play, ne? Was habe ich eben über den unendlichen Gang gesagt? Er wird immer und immer schlimmer. Oh Gott. Was zur... Oh Gott! Oh Gott, so muss ich das für jemanden anfühlen, der da reinkommt. Diese Menschen tun mir so leid. Langsam kaputt gemacht hat. Ich brauchte Hilfe, aber ich konnte nicht sprechen. Alles machte mir Angst, auch das Denken. Sie haben mir gesagt, sie würden mich an einen Ort bringen, wo ich keine Angst mehr haben würde, wo ich mich besser fühlen würde. Dort drin habe ich aufgehört zu leben. Sie haben mich weggeschleppt und mir alles vom Leib gerissen. Ich habe versucht zu erklären, was in mir vorging. Sie haben mich tagelang ans Bett gefesselt. Ich war mit meinen Albträumen allein. Das war keine Angst mehr. Das war Wahnsinn. Und wenn du wahnsinnig bist, existierst du nicht mehr. Gott. Oh, das Bild gerade. Oh. Überlegt euch mal, ihr liegt hier. Überlegt euch das mal. Da zappelt einer die ganze Zeit unruhig. Schrecklich. Sie ganz allein in dieser Hölle. Ich stürzte hinab in den Abgrund der Verdammten. Aber diese Frau und ihr Lächeln haben mich am Leben gehalten. Weißt du, wie man sowas nennt? Optimismus. Die war wirklich die ganze Zeit fröhlich, trotz dass sie dort war. Das ist Respekt an diese Frau. Oh Gott. Aber stellt euch mal vor, ihr liegt dort. Überall um euch rum komplett wahnsinnige Menschen, die ganze Zeit nur am Lachen sind. Und ihr selbst seid ins Bett gefesselt. Ist doch schrecklich. Und es ist Nacht geworden. Oh Gott, bitte nicht. Nicht nachts in einer Irrenanstalt. Beziehungsweise in einer Nervenheilanstalt. Es tut mir leid, ich kann das nur Irrenanstalt nennen, weil das wirklich irre war. Weil das wirklich nicht mehr normal ist. Nein, zu keinem Prozent ist das normal gewesen. Oh Gott.
Das hier war ihr Bett. Überlegt mal diese Matratzen auch, Alter. Klar, die sahen wahrscheinlich damals viel besser aus, aber trotzdem, allein schon, wie krass verformt die sind. So einem Bett kannst du doch nicht pennen. Da kriegst du doch noch mehr Schmerz Die als Tür ohne ist mit einem schon. Schlüssel von außen abgesperrt. Was? Hier können die Türen nur von außen auf- und zugeschlossen werden. Was zur... Okay, Leute. Danach brauche ich jetzt erstmal ganz kurz eine Pause. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Wie gesagt, das geht 3 Stunden. Wir haben jetzt 55 Minuten aufgenommen. Ich würde sagen, ich mache jetzt wirklich eine kurze Pause und danach geht es dann gleich weiter. Bis gleich.